Einen wunderschönen guten Morgen. Heute mache ich echt ein cooles Auto und ich muss euch sagen, wenn ich jetzt irgendwie 18 wäre und würde meinen Führerschein erst bekommen, wäre das mit Sicherheit mein erstes Auto, ja, wenn ich Para hätte. Also mein erstes Auto war ein 2er Golf mit 55 PS Vergasermotor Capri Grün Metallic. Richtig geiles Teil, ja. Ich zeige euch mal ein Bild, wenn ich eins finde. Ich mache heute den Golf 7 TCR mit 290 PS und der ist ziemlich geil von Serie schon, hat eine Akrapovic Abgasanlage, da steht das gute Ding, schaut euch das Ding mal an. Ja. Stellt euch mal vor, ihr habt einen Führerschein frisch bekommen und habt so ein geiles Teil. Ja. Das ist einfach so ein Auto für jedermann, ja. Also sportlich, sieht geil aus und für einen jungen Kerl genau das Richtige. Und für alle Väter, die da draußen sind und sagen, ja, aber das Auto ist doch viel zu schnell für meinen kleinen Jungen, dann kann ich euch sagen, dann kommt zu mir, ich kann auch drosseln. Ja? Das heißt, die Jungs da draußen, die auch so ein Ding haben wollen mit 290 PS, wo der Papa sagt, hey, aber du darfst maximal 150 PS fahren, kommt zu mir, ich mache das Ding auf 150 PS, ist alles möglich. Aber den hier machen wir jetzt nicht auf 150, sondern der bekommt jetzt eine Stufe 1 von uns. Das ist der DSG und da machen wir natürlich auch die DSG-Programmierung. Und dann gucken wir mal, was da rauskommt. Wir werden Zeiten messen. Wir gehen auf jeden Fall auf die Autobahn, weil Topspeed interessiert mich selber auch, was das Ding dann Topspeed fährt. Und dann schauen wir einfach mal, was heute noch so kommt. Wir sehen hier eine Akrapovic Abgasanlage. Zwei Endtöpfe, eins nach links, eins nach rechts. So, und dann gehen wir mal hier vor. Mittelschalldämpfer. Wie gesagt, ist alles original. Ne? Akrapovic liefert ja direkt für das Auto die Abgasanlage. Und hier haben wir den Soundkiller. Junge, wenn ihr euch das Ei anschaut, da dreht er doch komplett durch. Guckt euch mal diesen Ochsen an. Ja? Das ist der OPF. Ja? Wie ihr seht, ist er überwacht mit einem Temperatursensor hier. Ja? Zusätzlich hat er Drucksensoren, das heißt, er überprüft praktisch den Druck vor und nach OPF, damit er natürlich einen Fehler schmeißt, falls ihr den Dinger raushaut. Ja? Wie gesagt, haut ihn raus, ich mache ihn euch aus. Ja, dann geht es weiter, Hosenrohr hoch zu Downpipe. Da ganz oben haben wir noch einen Cut, den sehen wir jetzt von hier unten nicht. Das heißt, wir haben ganz oben einen Cut, den riesen OPF, Mitteltopf, zwei Endtöpfe. Wie gesagt, im Stand und so bis 100 hört sich ja nicht schlecht an, ballert ein bisschen nach. Allerdings ab 200 auf der Autobahn hörst du gar nichts mehr. So, was haben wir noch? H&R Gewindefedern. Was mich halt echt stört, ist dieser riesen Klotz von OPF. Das schluckt Sound. Also ich vermute, allein wenn ihr da ein Rohr reinmacht, ja, und den OPF rausmacht, kriegt ihr so einen geilen Sound mit der Auspuffanlage da hinten raus. Das ist Wahnsinn. So, nichtsdestotrotz lassen wir jetzt mal runter und dann lesen wir mal die Software aus. Und dann machen wir die Software und dann werden wir alles ausgeben auf der Autobahn. Checken wir Topspeed, 100 auf 200. Und dann bin ich mal gespannt, was da so geht. Der Kunde hier hat sich jetzt zum Beispiel den Heckscheibenwischer weggemacht. Ja, da gibt es auch diese Stopfen dann, wo man praktisch abdichtet, wenn der weg ist. Es wirkt halt einfach schöner ohne diesen Heckscheibenwischer. Ja. Ich meine, wenn du eh über 300 PS hast auf den Straßen heutzutage in Deutschland, musst du eh nicht mehr hinten reingucken, weil von hinten kommt dann fast nichts mehr. Ja, was gibt es denn da noch zu sehen? Was der Kunde sich jetzt selber schon hier gemacht hat, ja. Der Original saugt er hier von der Seite an, zieht dann die Luft rüber, geht dann in den Luftfilterkasten und geht dann praktisch zum Lader. Und hier praktisch ist alles zugemacht. Ich leuchte euch da mal rein, dass ihr das mal seht. Das hier ist normalerweise alles zu und der Kunde hat sich das praktisch hier schon alles freigeschnitten, dass er da auf der Seite auch noch Luft zieht. Ja? Der Motor kann natürlich viel, viel mehr Leistung als das, was wir da jetzt mit Stufe 1 machen. Vor allem, wenn was kaputt geht, kostet halt nicht die Welt. Ne? Wenn halt beim Porsche der Motor hingeht, hast du gleich mal 30.000 kaputt. Bei so einem Modell, da kriegst du halt irgendwo, bei eBay kriegst du Modelle für 2.000 Euro. Ja? Aber wir wollen ja nichts kaputt machen. So, Golf 7 GTI TCR, Motorsteuerung Siemens Simos 18. Ja. Was wir hier haben, ist auf jeden Fall klar, wir müssen die VMAX auf jeden Fall aufmachen. Die ist hier, das ist einmal eine Vehicle Speed Limitation, ja. Die steht hier Serie auf 250. Das ist praktisch die Sollvorgabe vom Ladedruck selber, was er dann fahren soll. Pressure Up Throttle Set Point heißt es. Ja. Und wie ihr seht, hier habe ich das eingestellt oben rum auf 2550.
2590, 2510, das bedeutet minus 1000, dann sollten das sein so zwischen 1,5 und 1,6 bar, was das Auto anfahren wird. Ja, gibt es halt viele andere kleine Schalter und Sachen, die man noch berücksichtigen muss. Das zeige ich jetzt euch hier nicht, was ich da alles mache. Ja, was gibt es da noch Interessantes, was euch interessieren könnte? Ich schaue mal gerade hier runter. Das ist praktisch der Basiszündwinkel. So ist es aufgebaut. Wir haben hier links praktisch Füllung in Milligramm. Hier oben haben wir die Drehzahlen. Und das ist praktisch der Zündwinkel, der dann angefahren wird. Da gibt es natürlich auch wieder einen Haufen von den Zündwinkelkennfeldern, müssen alle gemacht werden, weil die ziemlich nach unten bedatet sind, sobald da mehr Füllung kommt. Wir verändern auch natürlich praktisch Lambda unter Volllast. Ja, da fahren wir auch etwas fetter dann. Wie ihr seht, in Serie zum Beispiel ist es jetzt so, dass sie da echt Lambda 1 lassen, damit er Temperatur bekommt, ja, und dann erst praktisch über einen Bauteil des Schutzes anfetten. Ich schreibe die hier schon etwas runter, praktisch auf 0,82, 0,83 unter Volllast, dass er da halt schon früher anfängt zu kühlen. Und dann kommen wir nicht auf die ganz hohen Temperaturen. Ich habe jetzt hier ein Drehmoment angegeben von 445. Ob er das nachher erreicht, der pendelt je nachdem, was für Temperaturen der hat, hat er Faktoren drauf. Und das sehen wir nachher bei der Ausgangsmessung. So muss man eigentlich auch bei dem Benziner nicht wirklich viel machen, damit er die Leistung erzielt für Stufe 1. Klar, wenn man Stufe 2 macht, muss man ein paar andere Schalter noch umlegen, damit dann meckert wegen dem OPF, wegen dem Cut und allem. Aber so jetzt mit diesen Vorgaben reicht das rein theoretisch. Ich spiele das jetzt mal rein, dann gehe ich mit Bibo auf die Autobahn und dann gucken wir mal, was wir fahren. Die Eingangsmessung ist fertig. Ja. Die Software ist jetzt auch schon drauf und jetzt fahren wir auf die Autobahn, Bibo. Also, du weißt Bescheid, Anschnalle, ja, ganz wichtig. Ich bin echt gespannt, was das Ding Topspeed fahren wird. Ich denke, GPS. Wir messen heute mit dem RaceLogic die Geschwindigkeit, da ist das Teil. Da seht ihr dann die tatsächliche Geschwindigkeit, weil ich habe meinen Draggy bei jemandem im Auto vergessen. Mensch, jetzt ist das Draggy nicht da, jetzt können wir gar keine Zeit messen, 100, 200 und so. Aber ist nicht schlimm, Topspeed und Leistungsdiagramme gibt's. Also eins kann ich euch nochmal erzählen, damals, wo ich meinen Zweier Golf hatte, wie gesagt, mein erstes Auto, Capri, grün, metallic, ganz seltene Farbe. Das war eigentlich ein 16V Karosse, aber von dem, wo ich es gekauft habe, die haben damals so einen 55 PS Vergasermotor reingemacht und das Ding hatte einen Topspeed von echt 140 km/h. Ja, das war ja brutal. Und auf jeden Fall war das Ding so tiefer gelegt und so hart, dass ich mal nach Polen gefahren bin, ja, meine Oma besuchen. Und ihr wisst, die polnischen Autobahnen, bevor Polen natürlich das Geld gut genutzt hat von der EU und sich neue Autobahnen gebaut haben, waren das echt so Steinplatten von unserem, nee, von eurem Onkel. Nicht von meinem Onkel. Und echt, da bin ich gefahren, nachts nach Hause auf den Steinplatten und es hat ja echt so gewackelt die ganze Zeit, weil ich hatte auch Federwegsbegrenzer drin, das heißt, ich hatte eigentlich fast keinen Federweg, ja. Und auf jeden Fall war das so, dass mir dann vorne links das Licht rausgefallen ist. Stellt euch mal vor, du fährst auf der Autobahn, zoppelt, toppelt und auf einmal fällt das Licht vorne raus. Ja, da habe ich mit Tape wieder rangemacht und bin dann gemütlich nach Hause gefahren. Ja, auf jeden Fall war es echt ein tolles Auto. Ich habe dann irgendwann 9x16 Felgen drauf gemacht und seitdem ist das Ding nur noch 120 gefahren. Ja. Was wir gleichzeitig auch noch mitmachen, sind auf jeden Fall Loks, ja, Topspeed-Loks. Wir haben heute eine Außentemperatur von 6 Grad momentan. Und dann gucken wir mal auf jeden Fall, was die Ansauglufttemperatur so macht. Und dann kann ich euch sagen, ob es sich schon rentiert, bei einer Stage 1 einen Ladeluftkühler reinzumachen oder nicht. Je nachdem, wie hoch unsere Ansauglufttemperatur geht bei Topspeed. Ne? Hier schaut ihr, auf dem Laptop wird alles aufgezeichnet. Der Auspuff hört man wieder. Mhm. Aber ohne Scheiß, da ab 250 hörst du gar nichts mehr vom Auspuff. Das ist echt Wahnsinn. Ah, das liegt halt auch am OPF, ne? Der OPF ist der Otto-Partikelfilter. Weil Pipos seine Mama, die hat gesagt, dass sie nicht weiß, was ein OPF ist. Jetzt gleich ist es. Also Pipos Mama, der OPF ist ein Otto-Partikelfilter. So, Ladedruck 1,5 bar. Ja, 1,6, 1,5 ist Drehzahlende. So habe ich es eingestellt. 250, 260, 273, 74, 75, 77, 78.
jetzt 290 Pipo. 10 km/h wieder. Heute machen wir die Messungen mit dem Race Logic, weil ich ja schon gesagt habe, das Draggy habe ich bei jemandem im Auto vergessen. Wir fahren aber auf der gleichen Strecke, wo wir sonst auch immer fahren. Dann ist es so, dass es eigentlich wirklich gerade ist, so wie das Draggy uns auch immer sagt. 10,7. Mhm. 10,7 Sekunden von 100 auf 200 mit Pipo drin. Ich bin jetzt echt auf die Auswertung gespannt von der Messung. Aber wie gesagt, zwischen 360 und 370 hat das Ding mit Sicherheit. Schön tief das Ding. Aber das seht ihr gleich beim Carbon von Pipo. Also mir persönlich hat der mit dem Cayenne bis jetzt am besten gefallen. Was sagt ihr, welcher Carbon hat euch bis jetzt am besten gefallen? Mein Favorit ist Cayenne. Ich bin gespannt, was der Pipo aus dem TCR hier macht. Und da folgen ja noch viele weitere Videos. Von daher kann der Pipo sich ja immer entfalten und lernen und gucken, gell? Jetzt fahren wir zurück. Dann tue ich mal ein bisschen was schaffe, ein paar Files mache. Ja. Dann gehst du mal deinen Carbon machen, ne, Pipo? Mhm. Mach mal was Neues, was noch nie gemacht hast. I've been a whip and I'm out. I need so much I can count. Oh, and I don't need no college. Cause I'm getting stupid amounts. Ey. Is there anybody in here? Oh no. Whip and I'm out. I need so much I can count. Oh, and I don't need no college. Cause I'm getting stupid amounts. Yeah, I'm getting stupid amounts. Ay, so much that I'm losing the counts. Ay, I'm a young boss in my state. Yeah, so I gotta stay in my town. Ay, I think I'm staying around. Ay, what is they talking about? Ay, they know I've been in the lab. Yeah, bro, why they all going out? Ay, I gotta... So, also Pipo, wir waren jetzt auf der Autobahn modifiziert. Und wir werden jetzt mal aus. Die erste Frage, die wir uns stellen, ist, braucht man bei der Stufe 1, wenn man so 1,5, 1,55 bar fährt, mit ca. 370 PS schon einen Ladeluftkühler? Ja. Und ich habe hier ein geiles Tool, also mit dem logge ich die ganzen Autos momentan, weil das echt genial gerade ist. Das ist von B-Flash. Ja. Und da sehen wir jetzt praktisch alles. Wir sehen hier praktisch die Gänge, ja, in der Anzeige hier. Wir haben hier unsere Drehzahl. Und dann haben wir hier unsere Ansauglufttemperatur. Ich habe jetzt hier ausgewählt Intake Air Temperature, das heißt Ansauglufttemperatur, aktueller Gang und Drehzahl. So, wie ihr jetzt seht, wir beschleunigen hier, ne? Also wirklich, das ist wirklich Volllast auf der Autobahn. Dritter Gang Vollgas, da schaltet in der vierte Gang Vollgas, dann schaltet in der fünfte Gang Vollgas, in der sechste, da bin ich hier kurz vom Gas runtergegangen, weil ein Auto war, dann haben wir weiter beschleunigt und dann sind wir gefahren, sechster Gang, die 200. 90. 90. Ja, 280. Ja, 290 Tacho. Und wie ihr seht, haben wir eine Ansauglufttemperatur von maximal 31 Grad. Ja, also das heißt, wir sind wirklich Topspeed gefahren, volle Lotte. Das heißt, eigentlich kommt man ganz selten nur in den Genuss, auf den Autobahnen so Gas geben zu können. Und Außentemperatur war 6 Grad. Wir haben jetzt hier 31. Das bedeutet, wenn jetzt da ein Ladeluftkühler verbaut gewesen wäre, ja, wo besser ist wie Serie, dann hätten wir anstatt 31 Grad vielleicht 22, 25 Grad. Hätte aber an der Leistung nichts ausgemacht, weil ich sag, ich weiß nicht, wie die anderen darüber denken, aber ich laut Erfahrung sag, alles bis 50 Grad Ansauglufttemperatur ist okay. Ja. Das heißt, wenn mich jemand fragen würde, braucht man zur Stufe 1 unbedingt einen Ladeluftkühler, sage ich nein. Wenn man natürlich mehr Leistung fahren möchte, sollte man einen verbauen. Ja. Was ist noch wichtig hier zu sehen? Die Zündung. Ja, also wie gesagt, ich zeichne hier alles auf. Dann zeige ich euch jetzt mal die Zündung mit der Zündwinkelrücknahme pro Zylinder. Ja, da sieht man, hier kann man ja schön auswählen bei dem Programm. Nockzylinder 4, 3, 2, 1 und den Ignition Angle Main Value. Das ist praktisch der Grundzündwinkel, wo das Auto fährt. Und ihr seht jetzt hier zum Beispiel, dass wir jetzt hier bei 6,4 haben wir eine Zündung von 3,37 Grad. Ja? Und zurücknehmen tut so der meiste 3 Grad. Wie gesagt, bis 15 Grad Rücknahme können sie machen. Ich sage so bis 5 ist akzeptabel. Genauso hier fährt er dann auch da oben rum dann die 7 Grad, hier ist zum Beispiel gar keine Rücknahme hier in dem Bereich, also zwischen 5,9 und 6,2 ist keine Rücknahme da. Also man kann wirklich viele tolle Sachen hier aufzeichnen und das braucht man auch, um wirklich das Maximale, nicht das Maximale, sondern ein gesundes Maximum rauszuholen an Software. Und von der Öltemperatur zeige ich euch, wie viel wir da gekommen sind maximal. Wir haben jetzt hier bei Topspeed eine maximale Öltemperatur von 122,96 Grad. Ja.
Hier haben wir noch was, das ist praktisch die Temperatur. Ja? Das ist also nicht das Modellierte, sondern der Sensor wirklich vom OPF. Das heißt vor OPF, was die Temperatur da macht. Und wie ihr seht, kommen wir hier maximal auch auf eine Temperatur Maximum von 790 Grad. Also das ist gut für den Cut, gut für den OPF. Da wird auch nichts passieren. Jetzt gucken wir mal Leistungsmessung an. Originale Messung haben wir 317,1 PS und 373 Newtonmeter. Der Pipo blendet euch das jetzt ein, schaut. Stufe 1, das heißt nur Software. Wir haben programmiert Motor und Getriebe, ja, und kommen auf eine Leistung von 379,5 PS und 442,1 Newtonmeter. Das Diagramm seht ihr jetzt. Und wie ihr auch auf dem Diagramm seht, also dieses Gestrichelte praktisch ist die Eingangsmessung und das Durchgezogene ist praktisch die Ausgangsmessung. Das heißt, ihr seht am meisten bemerkbar, auch vom Drehmoment her, ist es so zwischen 5000 und Drehzahlende. Da hat man so den maximalen Drehmomentzuwachs. Ja. So, dann werden wir durch für heute mit dem Auto. Ich denke, der Kunde wird sehr zufrieden sein. Vielleicht kommentiert er auch mal drunter unter das Video. 280 GPS lässt sich sehen für so einen Golf. Ja, ich meine, wenn dann so ein Mercedes hast, so ein AMG oder irgendwas, die meisten sind bei 250 abgeriegelt. Ja, auch die ganzen M's sind viele abgeriegelt. Da fährst du halt mit dem Golf vorbei, winkst noch schön raus. Am besten jetzt, sage ich dem Kunden, der soll sich so Tissues kaufen, solche Taschentücher in so eine Box. Die kann er dann immer den AMG-Fahrer rausschmeißen, wenn sie heulen, wenn er an denen vorbeifährt mit so einem Golf. Ja, dann sind wir fertig mit dem Auto für heute. Jetzt ist erst Mittag, wir haben jetzt 3 Uhr. Dann drehen wir noch ein Auto, hä? Gucken wir mal, was als nächstes kommt. Seid gespannt! Hop in a whip and I'm out. I need so much I can count. Oh, and I don't need no college. Cause I'm getting stupid amounts. Yeah, I'm getting stupid amounts. Ay, so much that I'm losing the counts.